Ja, servus Leute, herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video zu den FIFA 17 Squad Building Challenges. Wir sind wieder in der Liga Nationen Hybrid Challenge, haben 1 von 4 abgeschlossen. In der Challenge bekommt man ein Foot World XI Trikot, was ich auf jeden Fall haben will, plus 10.000 Münzen. Und ich würde sagen, wir machen heute mal wieder eine Challenge, und zwar die nicht leicht haben wir ja schon gemacht. Als nächstes steht die Mittelherausforderung an. Tausche ein Team mit 5 Nationen und 3 Ligen ein. Die Voraussetzungen dort sind Nationalitäten genau 5, genau 3 Ligen. Spieler mit derselben Nationalität maximal 3. Spieler aus derselben Liga maximal 5. Und eine Teamgesamtwertung von 77 mindestens. Und als Preis bekommen wir hierfür ein Premium-Goldspieler-Set. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal rein, bauen uns die Mannschaft schnell zusammen. Ich habe die meisten Spiele davon gekauft, ein paar hatte ich schon im Verein und kann euch da auch die Preise zeigen. Torwart geht es auf jeden Fall mal los mit einem Torwart aus der La Liga Santander, und zwar ist das Sergio. Dazu kommt dann auch noch ein passender Innenverteidiger, der ebenfalls aus Spanien ist. Da ist es eigentlich egal, welchen Spanier ihr aus der Liga Santander nehmt. Könnt ihr beide hier nehmen. Ich nehme den, weil der langsamer ist. Und den anderen kann ich vielleicht in einer anderen Challenge noch verwenden. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Nation. Und den hole ich mir nicht aus der Liga, aus der La Liga, sondern aus Portu natürlich nicht aus Portugal, sondern aus Spanien, aber aus einer anderen Liga. Und zwar ist es Marcano vom FC Porto. Haben wir schon mal maximal 3 der Nation Spanien. Das heißt, wir dürfen jetzt keinen Spanier mehr verwenden in unserer Mannschaft. Deswegen als Linksverteidiger haben wir dann einen Portugiesen. Und das ist in meinem Fall Luizinho, der hat 400 gekostet. Ich kann es jetzt auch bei Marcano nochmal zeigen, den habe ich für 1000 gekauft. Ist, glaube ich, der teuerste Spieler, den ich für diese Challenge kaufen musste. Und die anderen beiden hatte ich schon im Verein. Ja, dann unser ZDM kommt ebenfalls aus Portugal und ist Neves von Porto. 550 hat er mich gekostet, also kein großer Akt, den zu kaufen. Genauso wie für den anderen, den wir hier noch haben. Oliveira, der hat mich 600 gekostet, also eigentlich ziemlich günstig, die Spieler. Auf dem linken Flügel haben wir ebenfalls einen Spieler von Porto, und zwar ist das Otavio, Brasilianer, linker Flügel von Porto. Sturm machen wir dann direkt weiter mit Brasilien, und zwar mit Wanderson aus der russischen Liga. Damit wir auch unsere dritte Liga noch reinbekommen, wir haben jetzt La Liga, die portugiesische Liga mit FC Porto, und jetzt kommt die russische Liga, das wird unsere dritte Liga sein. Und wir haben bisher ja 3 Nationalitäten, Portugal, Spanien und Brasilien. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Nation, noch 2 Nationen in unserer Mannschaft. Und zwar wird das einmal sein, nicht aus Brasilien, sondern aus Russland. Russland haben wir hier. Mamaev, der hat mich 900 Coins gekostet. Packen wir in die Mannschaft. Unser Rechtsverteidiger ist auch aus Russland. Das ist Kaleschin. Und unser ZM, um die Challenge zu vervollständigen, ist ebenfalls ein Spieler aus der russischen Liga natürlich. Damit wir die Challenge einhalten können. Das ist Akhmedov, der kostet auch 1000 Coins. Der ist auch ziemlich. Oder ziemlich oft sehr teuer, weil er eben für viele dieser Challenges verwendet werden kann. Wegen seiner Nation und natürlich auch wegen der Liga. Auf jeden Fall 1000 Coins für den. Und damit haben wir die Challenge auch schon wieder abgeschlossen. Alle Kriterien sind erfolgreich erfüllt worden. Und dann würde ich sagen, holen wir uns unseren Preis ab, senden das Team weg. Macht's gut, Spieler. Wir bekommen ein Premium-Goldspieler-Set und hoffen mal, dass wir dort natürlich einen richtig guten Spieler bekommen. Wir haben jetzt 2 von 4 Herausforderungen abgeschlossen.
Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt in den Shop, holen uns unser Pack ab. Harry Kane ist drauf. In diesem Set sind auf jeden Fall 12 Spieler, 10 Gold und 3 Seltene. Und ich drückt mir einfach mal die Daumen, dass wir jetzt hier was Gutes bekommen. Und wer wird es sein? Wer wird es sein? Rechter Flügel von AS Rom, das ist Mohamed Salah auf jeden Fall. Eine gute Karte, der dürfte auch noch ein bisschen was wert sein. Mal schauen, wen wir noch so bekommen. Miguel Veloso und Lodi. Und da haben wir auf jeden Fall mal einen Man City-Spieler. Das ist richtig gut für die Man City Challenge, die es aktuell gibt. Der dürfte auch einiges wert sein aktuell. Schauen wir mal nach. Ja, richtig. 3000 für Fabian Delph. Also das ist richtig gut. Ich weiß nicht, den packe ich glaube ich erstmal in den Verein. Salah, den werde ich wahrscheinlich verkaufen. Schauen wir mal, was der wert ist. Ja, der ist 4000 wert. Also haben wir auf jeden Fall unsere Spieler, die wir gekauft haben, mit der Challenge eigentlich wieder reingeholt. Für Salah 4000, für Fabian Delph 3000, sind wir schon mal bei 7000. Und der Rest hier, zum Beispiel Decouré oder Wimmer, sind bestimmt auch noch was wert. Und da haben wir das Geld auf jeden Fall wieder drin. Würde ich sagen, packen wir erstmal in den Verein. Und die Spieler können wir vielleicht oder können vielleicht für andere Challenges noch verwendet werden. Das seht ihr hier, da müsst ihr wirklich drauf achten, weil solche Spieler. Der ist jetzt hier zum Beispiel aus der Liga NOS, das heißt, der wird auf jeden Fall benötigt für die Liga NOS Challenge. Die sind auf jeden Fall immer was wert. Und deswegen senden wir den zur Transferliste. Der von Club America, glaube ich jetzt zwar nicht, dass der was wert ist, aber wir schauen trotzdem mal kurz. Ja, doch, der ist auch 550 wert, den stellen wir auch einfach mal drauf. Und Soler, der geht wahrscheinlich für nix. So sieht's aus, den können wir abstoßen. Und dann war es auch schon wieder mit unserer Squad Building Challenge. Wenn ihr auch die weiteren zwei Challenges, die verbleibenden zwei Challenges noch sehen wollt von mir, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und dann können wir die auf jeden Fall noch machen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann auch wieder reinschaut. Dann sage ich, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Jules, haut rein.